Leute, wir sind zurück bei Pokepark Wii, Pikachus große Abenteuer. Im letzten Part haben wir, glaube ich, Rihornios Ding gemacht, Kreiselkeilerei. Das war der witzigste Part bis jetzt, fand ich. Wir werden heute mit Logok weitermachen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich glaube, Groudon, ne? Wir müssen alle Bonusleistungen holen. Let's go. Dann wollen wir mal. Gucken wir mal, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Zerschmettere alle Felsgeschirr. Ja, gut, wir kennen das halt schon. Wir brauchen, mit Pikachu haben wir das schon, ne? Dann legen wir mal los mit Fumpy. Wir werden uns immer nur die Mindestbonusleistung holen. Ihr kennt den Drill. Let's go. So, wie war das nochmal irgendwie mit der Wii-Fernbedienung schlagen, ne? Gut, probieren wir es. Genau. Wir brauchen 3000 Punkte, war das, ne? Gut, 1000 haben wir schon mal. Gut, das war's. Okay. Dann ist egal, wir müssen die Zeit eh ablaufen lassen. Gut, das wusste ich nicht. Alles klar, also haben wir immer nur die gleiche Zeit, glaube ich. Gut, damit... Ich mal gucken, wie schnell wir das durchkriegen. Wenn wir immer nur 30 Sekunden haben, sollte das eigentlich relativ flott gehen, hier durchzukommen. Vielleicht kriegen wir dann sogar einen zweiten Part rein, aber das weiß ich noch nicht. So, Kleinschein braucht 5000 Punkte. Ich weiß halt nicht, ob wir für jedes Pokémon die gleiche Zeit haben. Das werden wir herausfinden. So, auf geht's. Oh Gott, so ein Bewegungsspiel ist komisch. So, dann mal Attacke. ...5000 Punkte waren's, ne? Die wir uns holen müssen. Mal gucken, was wir hier kriegen. Gut, 19.200. Easy. Perfekt. So, anderes Pokémon. Pikachu haben wir ja schon, weil storybedingt haben wir den gemacht. Da waren wir sogar noch 7000, weil wir nicht alles geschlagen haben. Jetzt kommt Flunkiefer, da brauchen wir 7000. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Was heißt, ich bin gespannt, das schaffen wir sowieso, aber ja, trotzdem. Ihr wisst, was ich meine, ihr wisst es einfach. So, let's go. ...7000 Punkte. Na dann, hau mal raus. Warum braucht Logok eigentlich Geowatts als Hilfe? Das werde ich nie verstehen. Damit haben wir die 7000 Punkte schon durch. Easy. 20.200. Das sind 1000 Punkte mehr als bei Kleinstein. So, aber wie gesagt, 30 Sekunden pro Pokémon oder eine Minute pro Pokémon sollten wir halt relativ schnell packen. Nur Groudon könnte schwer werden. Da bin ich ja mal gespannt, wie viele Punkte wir da brauchen, ne? Das wird heavy, Alter. So, Boltarus. 8000. Okay. Ja, gut, damit haben wir die Punktzahl schon mal. Huh, 22.100, kein Stein ging daneben, das wird noch schwieriger werden. Aber es stimmt tatsächlich, wir bekommen immer mehr Punkte, obwohl wir dieselbe Zeit haben. Das heißt, die Steine kommen schneller hintereinander geflogen. Hm, interessant. Wir können zwar keine Bären mehr sammeln, weil wir 9.999 Bären schon haben. Aber ja, 10.000 Punkte mit Kamarupt. Mal gucken, was Kamarupt so auf den Kasten hat. Ich hoffe, seine Vulkane brechen nicht aus, weil dann gibt das eine richtige Sauerei. So, dann schauen wir mal. Let's go. Puh. So, Stein 1. Komm, hau die mal schneller hier durch, Alter. Sehr gut. Wie viel waren das? 10.000. Ach, wir ziehen eh durch.
So, komm. Drück mir die Steine raus, Alter. Was? Mehr gab's nicht? Traurig. Traurig. Ich war echt schlecht wieder mal. Es sind 2000 Punkte weniger. Fast. So, anderes Pokémon. So, Cognodon. 13.000 Punkte braucht er ja schon. Groudon braucht bestimmt wieder so eine Scheiße wie 9.999 oder so ein Dreck, ne? Irgendwie sowas. Ich wette drum. So, na komm, Geowatz, hau mal raus. Wir brauchen 13.000 Punkte, Alter. Boah, der ist langsam, ne? Das war knapp. Alter Falter. Die Punkte werden jetzt wieder weniger. Ich weiß auch nicht, womit das zusammenhängt. Ob das jetzt RNG ist, dass der so langsam ist oder halt nicht. Ich kann es euch echt nicht erklären. So, 16.000 schon. Dann mal los. Los, Porenta, du Lauch. Ha. Oh, das meine ich. Hör doch auf zu tanzen, Alter. Genau, warum nicht immer so? Drück einfach den Schalter. Puh, 35.000 Punkte, Alter. Das ist mehr als das Doppelte. Porenta, der Lauch, hat richtig durchgelaucht. Ah, ja, geil, Alter. So, Knogger braucht schon 18.000. Oh boy, Alter. Aber ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da besser Bescheid wisst als ich, ob das was mit RNG zu tun hat, wie schnell Geowatz den Schalter drückt. Oder ob ich irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt zuschlagen muss. Na komm, hau durch. $38.000, ja moin, Alter, läuft bei uns. So, sehr gut. Anderes Pokémon, yes. So, Machomai, der braucht schon 20.000. Wird langsam kritisch, also mit den Punkten. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch durchziehen können. Ohne Probleme. Oh, komm, Geo, warte auf zu hüpfen, Alter. Schleuder mir die Steine entgegen. Ja, die Steine kommen doch immer schneller geflogen. Kommt bei Pokémon drauf an. Aber trotzdem weniger Punkte. Hm, interessant. Aber solange wir die Bonusleistung kriegen, ist mir das relativ Wayne. So, dann das nächste. Wir haben nicht mehr viele vor uns. Noch genau 4 Stück an der Zahl. Gut, los geht's. Ach, jetzt gibt es immer 300 Punkte. Okay, das ist interessant. Das ist mir gar nicht vorher aufgefallen.
40k, Alter. Ja, moin. Ich bin gespannt, wie viele Punkte das bei Groudon gibt. So, nächstes Pokémon. Zum Glück brauchen wir gegen Groudon nicht kämpfen, weil wir den schon platt gemacht haben im Kampf. Vielleicht müssen wir ja doch gegen ihn kämpfen, um beste Freundschaft zu bekommen. Aber ich glaube nicht. Weil Groudon ist echt stark eigentlich. Oh, Magbrand, Alter. Jetzt geht's los. Was hast du drauf, Magbrand? Du gibst auch nur 300 Punkte. Ja, schade. Na komm, Geowatz, hau raus, Alter. Oh, das gab nur 100. Scheiße. Gut, man muss also perfekt zuschlagen, um mehr Punkte zu bekommen. Sehr interessant. Deswegen habe ich auch bei manchen weniger Punkte. Jetzt verstehe ich so langsam. Ich bin ja ein richtiger Trottel, ne? Also, das ist ja schon was. Okay, man muss im richtigen Moment zuschlagen, um mehr Punkte zu bekommen. Mhm. 26, dann hat Logok bestimmt 35.000 und Groudon irgendwie 60.000 oder so, ne? Gut, dann mal los, weiter geht's. Sehr schön. Man muss den Stein also richtig zerschmettern. Okay, läuft gut. ...40.800 ist bis jetzt das Maximum, auf das wir gekommen sind. Mit zwei Leuten, wenn wir nur 300 Punkte bekommen. Das ist ein bisschen... Ich mache mir Sorgen bei Groudon. Vielleicht treffe ich ja nicht ganz perfekt. Ich weiß es nicht. Das wird ekelhaft. So, Knackrack braucht 28.000. Und da bin ich ja mal gespannt, was Knackrack so auf dem Kasten hat, ne? Ich hoffe, ihr auch. Los geht's. So, los. Konzentration, Brudi, Konzentration. Ach, komm. Gut. Ja, Bewegungssteuerung. Zum ersten Mal hat das jetzt nicht reagiert. Wundervoll. Da durften wir bei Knackrack einen Neustart machen. Das tut mir leid für Knackrack, so ein bisschen. Aber das hat Bewegungssteuerung leider so an sich. Dafür hoffentlich wird es jetzt umso besser. Ja, 40.800, schon wieder. Das scheint die maximale Punktzahl zu sein. So, jetzt haben wir nur noch Logok und dann Groudon und dann war's das. Groudon dürfte dann so maximal 40.000 brauchen. Oh, jetzt steht Logok auch nicht mehr da hinten an der Seite. Das ist cool. hat man drauf geachtet. Jetzt hab ich's. So, oh, bei Logok geht das doch jetzt eine ganze Ecke schneller. Aber trotzdem, nur 40.800. Mehr Punkte kriegen wir einfach nicht raus. Gut, dann bin ich gespannt, was Groudon jetzt für eine Punktzahl braucht. Ja, 40.000. Gut. Bei ihm ist es so, wir müssen bei ihm... jeden Treffer perfekt treffen. Alles klar. Gut, dann mal los. Oh yeah, mit Groudon, Alter. Hier stehen das nice. Bei Groudon ist das Timing
sehr großzügig, tatsächlich. Ist aber, glaube ich, auch normal. Er ist ein legendäres Pokémon. Für ihn ist ein Felsen, um zu zerschmettern, nun wirklich keine große Übung. Los, Groudon, baller dir die ganzen geilen Steine, Alter. Easy. So, first try, Alter. So, damit haben wir Groudon durch. Easy going. Damit sind wir mit den ganzen Bonusleistungen hier fertig. Wir kriegen sogar noch ein paar der nächsten rein. So, jetzt gucken wir aber erstmal, ob Groudon auch wirklich schon unser voll... Ja, Groudon, wir brauchen nicht nochmal gegen Groudon kämpfen. Gut, als nächstes erwartet uns die Spukzone. Oh, als nächstes kriegen wir ein Pokémon, was wir sogar treffen können, glaube ich. Das könnt ihr nämlich, das müsst ihr nämlich sowieso erst per Code freischalten, dann könnt ihr das treffen. So, dann mal los, Pikachu. Auf zu... Magby! So, wenigstens fühlen sich die Pokémon hier wieder wohl. So, da müssen wir hin. Ich möchte gerne in die Spukzone. Los geht's, Budi. So, wundervoll. Dann haben wir hier nämlich gleich unser nächstes Spiel. Ihr wisst, was es ist. Es ist schon wieder so eine ähnliche, also eine Art von Lianhop. Danke. Ja, wir haben das Hirnhaus schon. Turbohangeln. 30 Bären. Ja, ich bin dabei. Easy. Los geht's. Ja, Pikachu haben wir, dann Pichu. Let's go. 30 Sekunden? Wann sind das 30 Meter oder Sekunden? Hä? Ah, nee, das ist das. Okay, interessant. Nein! Oh, verkackt. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, leider. Verkackt auch Pichu, Alter. Komm, da machen wir nochmal einen Neustart. Wir müssen bis 30 Sekunden am Ende sein, um die Bonusleistung zu bekommen. Gut, Turboangeln ist cool, aber auch da muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen. Das dauert einen kleinen Moment. Oh, schade. Das habe ich. Nein, Pichu, nicht verkacken. Oh, yes. Geschafft. Easy. Pichu hat es geschafft. Nice. Mal gucken, wie weit wir in diesem Spiel kommen. Vielleicht ziehe ich das Spiel noch mit durch. Ja, wir müssen ein anderes Pokémon auswählen. Leider, wir haben keine Wahl. Als nächstes Mauzi. Let's go. Mauzi braucht schon 20 Millisekunden weniger. Also nicht allzu viel. Wenn wir es mit Pichu in 20 Sekunden geschafft haben, schaffen wir das mit Mauzi auch. Och, Mauzi, komm. Danke. Yes. Nein, Mauzi. So, geht doch. Nice. Ist zwar weniger als bei Pichu, aber es reicht mir. Wenigstens wir kriegen die Bonusleistung. Also fucking Wayne. Wayne einfach. Gut, Pikachu haben wir schon. Dann als nächstes Glibunkel. Ist immer schön, dass wir ein Pokémon überspringen können. Das ist sehr nice. Also kriegt er wenigstens ein paar Fails mit. Hier ist das schon ein anderes Kaliber, Alter, jetzt. Oh, scheiße. Oh, Mann, ich drücke immer zu früh. Was soll denn das? Ich bin halt einfach mega schlecht in sowas. So geht doch.
Ich hoffe, dass das mit Celebi hier wesentlich leichter wird. So, anderes Pokémon bitte. Und wen haben wir als nächstes? Ich bin gespannt. Panflam! Ich wette, bei Celebi ist das irgendwie so unter 10 Sekunden oder so ein Scheiß, Alter. Ich weiß es jetzt schon, dass das richtig furchtbar wird. So, okay. Und easy. Huh, das war knapp. Ich dachte schon, ich schaff's nicht mal rüber, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. La 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 la. Anderes Pokémon, yes. Hä, Electek ist besser als Panflam? Pokémon-Logik. Pokémon-Logik. Gut. Okay. Tja, das war easy. Wenn wir nur für jedes Spiel so wenig bräuchten, ne? Ah! Okay, nice. Sehr cool. So, weiter geht's. Nächste Runde. Griffel. So, das war klar, dass Griffel besser ist als Electek auf jeden Fall. Ach komm, Griffel! Scheiß Bewegungssteuerung, Alter. Oh ja, natürlich. Gut gemacht, Griffel. So, sehr schön. Yes. Das war halt richtig schlecht wieder mal, ne? Oh boy, kannst ja nicht ausdenken, den Scheiß. Mit Griffel waren wir schlechter als mit Electek, Alter. Es ist so traurig. Oh, egal. Wundervoll. Gut. Hier haben wir jetzt Rasaf. Wieder mal so ein kleiner Affe, Alter. Den wir, ich hoffe, gut ins Ziel bringen. Anders als Griffel, mit dem wir gerade richtig verkackt haben. Oh, Scheiße, Alter. Nein! Auch Rasaf, du Lappen! Okay. Puh, das ging gerade noch so durch. Ich bin halt wirklich, wirklich, wirklich gespannt, was wir hier mit Celebi brauchen. So, anderes Pokémon. Ambidiffel. Ah, ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Ein paar Minütchen haben wir noch. Och komm! Was soll denn immer diese Scheiße, Alter? Immer falle ich einmal runter, weil... Ja, egal. Vergesst es einfach, Leute. Ich bin einfach scheiße in diesem Spiel. Ich gebe es zu, ich bin kacke. Akzeptiert das. Oh, Dreck, Alter. So, jetzt haben wir Raichu. Raichu ist besser als Ambidiffel. Ich verstehe die Pokémon-Logik nicht, ne? Wie kann ein Raichu besser als ein Ambidiffel sein? Ist ein Affe nicht extra zum Schwingen dafür geboren? Nee. Oh, da ist Celebi jetzt. Ist auch schon dabei. Okay. Oh, Celebi geht... Celebi geht gleich richtig steil, ne? Oh, yes. Oh, ich hasse das, Alter. Oh, Raichu, Alter. Du bist so ein Lappen. Ich wusste, dass das passiert, ne? Ja, komm. Komm, ach, leck mich doch, Raichu, Alter. Oh, gerade so geschafft. Ich bin einfach kacke in diesem Spiel, ne? Wow, am Anfang sah das noch so gut aus. Und jetzt bin ich so kacke. Kannst du dir halt nicht ausdenken. Gut, dann als nächstes Sneebel.
So, Celebi wieder dabei? Nee, dieses Mal nicht. Dann mal los. Nein! Oh, ich meine, genau das meine ich. Genau das. Was soll der Scheiß? So, geht doch. Ja, easy. Ist das denn so schwer? So, schöne 16 Sekunden gebraucht. Was ist daran denn so schwer, Alter? So, los geht's. Riolu, Alter. So, Vorsicht. Yes. Yes. Und yes. Perfekt. Das ging gut ab. Turbohangel macht Bock. Aber das Timing ist wirklich nicht einfach. Je weiter wir mit dem Pokémon kommen, so schwieriger wird das Timing. Und mit Celebi muss ich bestimmt irgend so eine Scheiße wie unter 10 Sekunden machen oder so ein Dreck. Ich sehe das jetzt schon kommen. So, auf geht's. So, und Logok ist am Start. Komm, Logok, greif den... Oh. Natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Logok, Alter. Meine Fresse. Ugh. Gut, dieses Spiel bringt tatsächlich so ein bisschen meine Wut hoch. So, nächstes Pokémon. Wir haben noch 3 Stück vor uns. Und die drücke ich auch noch in den Part rein. Kriege ich easy in den Part rein. Dann haben wir in diesem Part sogar 2 Bonusleistungen geschafft. Dann sind wir bald fertig mit dem Game. Komm! Oh! Ja, natürlich nicht. So, was war daran jetzt so schwer? Panferno, Alter. Der Beste, mit dem wir am besten war, traurigerweise, ist Electek, Alter. Glaube ich. Mit Electek hatten wir irgendwas mit 11 Sekunden oder so. So, los geht's, Lucario. So, jetzt wieder Anschwung holen. So, perfekt. Lucario ging gut ab. Lucario ging gut ab. Ging gut ab. So, jetzt haben wir nur noch Celebi vor uns. Oh, ich hab so Schiss vor Celebi, ne? Es wird entweder 10 oder 15 Sekunden sein, hundertprozentig, oder? Ne, 19. Okay, das ist machbar. Das ist machbar, wenn ich es nicht verkacke. Aber ihr kennt mich, ihr wisst Bescheid. Und los geht's. Oh, scheiße, Alter. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Unter 10 Sekunden, ja moin, Alter. Gut, das war's. Easy going. Damit haben wir das auch fertig. Sehr nice. Ich bin stolz auf mich. Celebi beim First Try unter 10 Sekunden. Nice. Kann man machen. Ja, nee, danke, Tangolos. Muss nicht. So, Leute, ich werde aber den Part an der Stelle beenden. Wir haben 2 Bonusleistungen komplett abgeschlossen. Hätte ich nicht gedacht. Im nächsten Part geht es weiter. Wir haben nicht mehr viel vor uns. Das Projekt endet bald. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Pokepark oder Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!